Anfang Mai 2023 erwartet dein Sternzeichen diese dramatische Veränderung. Alles neu macht der Mai. Wenn es einen Monat im Jahreskreis gibt, der wie kein zweiter für Veränderung und einen regelrechten Perspektivenwechsel steht, dann ist es der Wonnemonat Mai. Seit jeher wird er dafür verehrt, der Natur und auch uns Menschen das blühende Leben zu verheißen. Die zahlreichen Feiern rund um den 1. Mai stammen noch aus vorchristlicher Zeit und sollen die Götter gnädig stimmen. Außerdem markiert der Mai die Transformation vom Frühling zum Sommer. Die Temperaturen steigen und mit ihnen auch die Lust, etwas Neues, Unerwartetes zu erleben. Die Sterne sind in dieser Hinsicht optimistisch und haben auch dieses Jahr wieder für jede und jeden von uns so einige interessante Veränderungen zu bieten. Neuer Ort, neues Lebensglück. Die Widder sollten im Mai ein wenig unternehmungslustiger werden. Das Reisen an fremde Orte könnte ihnen ein Aha-Erlebnis der besonderen Art verschaffen. Nicht wenige Menschen haben ihre Bestimmung in exotischen Ländern oder Plätzen gefunden. Manchmal brauchen wir einen Tapetenwechsel, um wieder klarer zu sehen. Das Durchbrechen der Routine und die Wirkung des Neuen und Ungewohnten erledigen den Rest. Stier, die Vergangenheit lässt grüßen. Veränderungen können manchmal auch entstehen, indem wir Geistern aus der Vergangenheit wieder begegnen. Das ist nicht immer schön und meistens sind sie uns gar nicht willkommen. Doch der souveräne Stier kann damit umgehen. Er wird vielleicht die Gelegenheit nutzen, um noch einmal zurückzurudern und Fehler auszubügeln oder Weichen anders zu stellen. Solche zweiten Chancen bekommen wir nicht allzu oft im Leben. Zwillinge, günstige Gelegenheit im Doppelpack. Die lebensbejahenden Zwillinge werden sich im Mai entscheiden müssen. Ihnen bietet der Wonnemonat gleich zwei verlockende Chancen, die einander jedoch leider ausschließen. Jede dieser Varianten wird sich auf das Leben der Zwillinge positiv auswirken, aber eben nicht auf jeden Lebensbereich. Hier heißt es, Entscheidungen treffen, was für ein Sternzeichen, das gerne aus dem Vollen schöpft, kein leichtes sein wird. Krebs, aus Bekanntschaft wird plötzlich mehr. Der häusliche und traditionsbewusste Krebs mag sein Leben gerne überschaubar. Die Familie kommt zuerst, dann folgen die Freunde und Herzensmenschen. Im Mai wird eine Bekanntschaft ein Upgrade erfahren, was die Welt der Krebsgeborenen gehörig durcheinanderwirbeln wird. Ihr innerer Kreis wird durch einen wundervollen Menschen erweitert, der für frischen Wind und gute Laune, aber auch tiefsinnige Gespräche und Rückendeckung sorgt. Löwe, Anmut und Gelassenheit öffnen alle Türen. Der stolze Löwe punktet das ganze Jahr über mit einem makellosen Auftritt. Er braucht die Bewunderung und das Gefühl, im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Im Mai beschert ihm diese Haltung die allerbesten Möglichkeiten. Beruflich und privat öffnen sich den Löwen plötzlich Türen, die bislang immer fest verschlossen schienen. Beherzt und mit gebotener Vorsicht wird er sich diesen Optionen stellen. Jungfrau, innerer Frieden als neues Lebensgefühl. Drastische Veränderungen müssen nicht immer nach außen hin sichtbar sein. Die Jungfrauen werden nämlich im Mai ein völlig neues Lebensgefühl in sich spüren dürfen. Innerer Frieden und totale Entspannung halten Einzug in ihr Universum, welches ansonsten gerne strikt nach Plan verläuft. Das Lockerlassen und sich Loslösen von starren Gewohnheiten wird den Jungfrauen außerordentlich gut tun, was sie selbst vermutlich am allermeisten überrascht. Waage, aufregende Neuigkeiten halten dich wach. Die Zeiten des Stillstandes und des Wartens haben im Mai ein Ende für die Waagen. Sie werden die Früchte harter Arbeit ernten dürfen und der Erfolg fliegt ihnen nur so zu. Zu Beginn überschlagen sich die Ereignisse förmlich und die harmoniebedürftige Waage weiß anfangs nicht so recht, wo ihr der Kopf steht. Doch die Bestätigung für ihren Fleiß genießt sie sehr. Skorpion, Häuslichkeit als neue Perspektive. Auch der Skorpion wird den Wandel, den er Mai mit sich bringt, eher nach innen erleben und nicht nach außen hin.
Er zieht sich ins Privatleben zurück und genießt die häuslichen Sphären in vollen Zügen. Für ihn ist diese Hinwendung etwas völlig Neues, widmet er sich doch sonst lieber seinen ehrgeizigen Plänen. Es muss ihn schon jemand Besonderes locken, der diese Aufmerksamkeit verdient. Schütze, in einer Nebentätigkeit könnte deine Zukunft liegen. Wenn es ein Sternzeichen gibt, bei dem das ganze Jahr über die Zeichen auf Innovation und Pioniergeist stehen, dann sind es fraglos die Schützen. Sie sagen nur selten Nein zu einem Abenteuer und sind auch sonst für jede Herausforderung zu haben. Der Mai eröffnet ihnen interessante Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. So manches Hobby könnte zum Beruf werden. Steinbock, du hilfst dir selbst, indem du anderen hilfst. Drastische Veränderungen müssen nicht immer unmittelbar das eigene Leben betreffen, um dort Spuren zu hinterlassen. Die Steinböcke werden im Mai zu mehr oder weniger freiwilligen Helfern für andere Menschen, denen das Schicksal den Federhandschuh vor die Füße wirft. Herzensgut und verlässlich, wie der Steinbock nun einmal ist, wird er sich nicht scheuen, eine helfende Hand zu reichen. Wassermann, wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Die Wassermänner leben Jahr ein Jahr aus an ihrem Limit und überschreiten diese Grenze auch schon einmal. Wer dermaßen hohe Ansprüche an sich selbst hegt, kann gar nicht anders, als ständig an seiner Performance zu feilen und Verbesserungen anzustreben. Der Mai ist perfekt dafür, auch wenn die Wassermänner dabei ganz ordentlich ins Schwitzen kommen werden. Fische. Wissen gewinnt. Die Fische werden im Mai nach allen Regeln der Kunst mit ihrem Intellekt und ihrem reichen Erfahrungsschatz punkten müssen, wenn sie die Turbulenzen, die ihnen bevorstehen, unbeschadet überstehen wollen. Sie sind am liebsten in ruhigen Gewässern unterwegs, doch wenn es hart auf hart kommt, können sie durchaus widerständig und kampfbereit sein. Unser heutiges Fazit: Perspektivenwechsel nach Art der Sterne. Der Mai ist jedes Jahr für Überraschungen gut. Das liegt in seiner Natur und ist schon seit Urzeiten die Aufgabe dieses Übergangsmonats zwischen Frühling und Sommer. Wir verehren im Mai nicht umsonst die Natur und alles Göttliche, was mit ihr einhergeht. Jedes der 12 Tierkreiszeichen erlebt wahre Sternstunden im Mai und diese können durchaus turbulent werden. Es ist das Vorrecht dieser Jahreszeit, keinen Stein mehr auf dem anderen zu lassen und das Leben seinem Lauf zuzuführen. Alles unterliegt Transformation und immerwährendem Wandel. Und dieses Jahr wird der Mai uns mit aller gebotenen Deutlichkeit daran erinnern. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.